Welcome back to another German Food Review, and it's Quarky time. Quarky Vanille, so it's a Quark bar with vanilla flavor. Mm-hmm. Yeah, without preservatives, ohne Konservierungsstoffe, 3 bars. It's a Quark snack. Yeah, best before date. And it's still a little cold, so let's do it quick. 1 bar, 130 calories. Sugar, 22 per 100 gram, that's okay. Oh, but quite a lot of fat, 24. More than sugar, that's interesting. And protein, okay. This way. Uh-huh. Yeah. Quarky. Quarky sounds nice, quarky. Where's the ingredients list? Fresh Food Factory. Oh, from Berlin, interesting. My Quarky. Made in Germany, 66% quark. And of course sugar and so on. Oh, butter. Okay, 3 times 35 gram. Let's open it. As long as it's cold. Here. Wrapped again, of course. 3 quarkies. Yeah, still cold. Oh, that's a little too shiny. Oh, and it's quite slippery. Please focus. Yeah. Let's cut Mr. Quarky in the middle, right here. Mm-hmm. That's how it looks like. Maybe. Okay. Yeah, let's do a thumbnail. Let's use this one. Oh no, that's not good. I'm sorry. Not as better. Okay. Yeah. And let's eat this tiny one. This tiny thing here. Yeah, it's melting already. As you can see, here we go. Mm-hmm. It feels quite nice, but also a little weird. Let's try it again. It tastes more like chocolate than vanilla, I think. Not sure yet. Let's cut it right here. Yeah, it's a strange consistency. Super tiny pieces like sand or so. But yeah, it's actually smooth also. Not so sure. Here we go. Yeah, 1 bar is enough. It's really heavy somehow. And it tastes more like chocolate than vanilla. Maybe I get used to it. Let's try it one more time. Here's the quark stuff. And this it should be still fine. Here we go. Right. Yes. Yeah, it's not terrible or something like that, but not sure. It's a strange mouth feeling. Let's try the chocolate standalone. Yeah, tastes more like chocolate than vanilla. Rating for that one. Would I buy this again? I don't think so. Yeah, 99%. Not sure. 2 thumbs up somehow. It feels weird. Super tiny pieces or so. I don't know the word. Krislig.
And it tastes more like chocolate than vanilla. Yeah, 99%. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt ein Quarki. Klingt erstmal niedlich. Vanillegeschmack. Habt ihr Quarki schon mal gesehen? Gibt noch mehr Quarkis mit Erdbeere und noch irgendwelche. Hier seht ihr das Haltbarkeitsdatum. Da war ich eigentlich schon, ja, ein bisschen gespannt, wie das schmeckt. Klingt erstmal richtig gut. Vorteilspack, okay, ohne Konservierungsstoffe, bla bla. Und Fresh Food Factory, sogar aus Berlin. My Quarki. Ja, ist 66% Speisequark. Also ein Quark will ich nicht essen. Wie auch immer, kommen wir gleich zu. Zucker, pflanzliche Fette und so weiter. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. 3x35 Gramm, Preis 1,09 Euro in Netto. Aber ich weiß jetzt welchen, nicht welchen. Der schwarze Netto, alles klar. So, und so sieht's aus. Oh, ein Schwächeanfall. Ja, so sieht es mal aus. Und es ist kalt, man soll es kalt essen. Ja, soll ich wahrscheinlich besser schmecken. Ich hätte mal vielleicht vorher schon einen rausnehmen sollen oder so, keine Ahnung. Aber hier seht ihr das erstmal. Sieht okay aus, kann man allerdings nicht anfassen, denn es schmilzt gleich. Deshalb werde ich ja hier mal schnippeln. Here we go. So, und ich weiß nicht genau, ob man das schon sieht hier. Das ist eine sehr komische Konsistenz. So, da sind Stücken drin, aber das sind eigentlich gar keine Stücken. Die lösen sich dann auf, aber es ist irgendwie so krisselig. Und ich wusste natürlich nicht, was krisselig auf Englisch ist. Here we go. Mmh, ja. Aber so einen Quark würde ich, wie gesagt, nicht essen wollen. Ist jetzt nicht super furchtbar, aber ist auch nicht so super angenehm, finde ich. Soll ich da ein bisschen Sahne reinmachen oder so? Weiß ich nicht. Aber hier ist noch einer. Und richtig schlecht schmeckt es nicht. Aber es schmeckt auch nicht nach Vanille. Es schmeckt ja nach dieser Schokolade aus dem Grunde, obwohl das nur ganz wenig ist. Hier ist noch ein Quarki. Wie viele Kalorien hat denn ein Quarki? 130. Ja, 22 Gramm Zucker, aber mehr Fett. Ich weiß nicht, vielleicht ist es keine gute Idee, so viel Fett da reinzumachen und es dann kalt zu essen. Kaltes Fett ist nämlich nicht so gut. In den meisten Fällen. Ja, keine Ahnung. Kennt ihr Quarki? Ist das euer Lieblingssnack? Also meiner wird es nicht. Nicht wegen dem Geschmack, sondern eher wegen dem Mundgefühl. Es fühlt sich ganz komisch an. Essen kann man schon. Aber schmeckt auch nicht wirklich nach Vanille. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Schmeckt wirklich nur wie diese Schokolade hier. Oder die hier, besser gesagt. Here we go. Sehr komische Konsistenz. Ja, keine Ahnung. Wenn man es kauft, muss man es nicht wegschmeißen. Das kann man auf jeden Fall essen. Aber einfach so würde ich mir das nicht kaufen. Ja, die Schokolade fühlt sich dagegen richtig gut an, wenn man die einzeln isst. Aber dieser Quark fühlt sich grisselig an. Überhaupt nicht mein Fall. Ja, bekommt 99%. Schlecht, super schlecht ist nicht. Vielleicht mögt ihr dieses Krisselige. Dann schreibt mal einen Kommentar, ob ihr das mögt oder nicht. Ich mag es nicht. Schlecht schmecken tut es nicht, aber auch nicht richtig gut. Denn ich habe Vanille erwartet. Hier steht ja auch Vanille, oder? Und es schmeckt nach Schokolade, nach der außenrum. Ganz klar. Ich weiß nicht, vielleicht ist es doch besser, wenn man es nicht ganz kalt genießt. Wegen dem Fett. Wie auch immer, 99%. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.